Hallo, Lieben. Ich bin schon mal Paterapeutionscoach, Psychologe und so weiter und so weiter. Genau, schön, dass du wieder dabei bist. Abonniere gerne meinen Kanal, gib meine Arbeit gerne weiter. Und heute haben wir das schöne Thema so nach toxischen Beziehungen, toxischem Dating. Wann ist langweilig zu langweilig? Weil man gewöhnt sich ja an, ich sag mal so, Pizza und Pommes im Beziehungsalltag, ne? Rambazamba, Drama, toxischer Sex, Krisen, On-Off und hat dann häufig Schwierigkeiten. Also man will dann eigentlich in normaler Beziehung, aber man macht das einfach nicht, weil man, ja, es gibt natürlich viele Gründe, aber weil man also diese, wie soll ich mal sagen, Excitement-Level von normalen Beziehungen einfach irgendwie nicht dran gewöhnt ist oder dass eigentlich genug Action ist, nicht genug, die Rezeptoren da oben nicht genug angesteuert werden, die Dopaminrezeptoren und ja, was macht man dann und vor allen Dingen, wann ist langweilig zu langweilig? Genau. Vielleicht hast du auch Lust, bei mir in die Ausbildung zu gehen. Es geht ja bald los. Gibt noch die günstigen Preise bis Ende Oktober. Und ansonsten haben wir ja gerade ein paar coole neue Seminare, so eine Art Bootcamp Advanced, Flirtgeschichte. Die haben wir jetzt auch aufs Wochenende gelegt. War vorher noch in der Woche. Und auch klassische Bootcamps in Berlin und Zürich. So. Genau, also eine Nachricht von Rastoskjov. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschi.de machen. Hi Christian, super Videos, super Kurse, hab fast die ganze Reihe durchgesuchtet, einfach großartig und sehr zu empfehlen. Ich selbst bin Mitte 30, ein klassischer liebessüchtiger Pluspol, war auch schon mal der Minuspol. Ja, sonst guck mal, wenn du das, die Begriffe nicht sagen, einfach mal meine Videos durchgehen oder guckst direkt mal in meinen Standardkurs rein, Umprogrammierung des Liebeschips, Modul 1 auf Liebeschip. Bin oft genug aus meiner männlichen Polarität gefallen und hatte in 7 Jahren 3 toxische Beziehungen. Nach der dritten hatte ich die Faxen sowas von dicken und bin auf Umwegen bei dir gelandet. War ich Single, ging es mir nicht gut, weil ich unbedingt in Beziehung wollte, krampfhaft geradezu. Und war ich dann in Beziehung, hing meine persönliche Laune 1:1 daran, ob die Beziehung gut lief oder nicht. Ja, als Mann kannst du ja auch mal, aber oder als Mensch in der männlichen Polarität oder als Frau, meinetwegen, kannst du auch mal sagen, ja, meine Laune hängt daran, wie viel Geld ich verdiene und wie erfolgreich ich bin. Weil es ist wirklich für Beziehungen wirklich gut, wenn man auch noch andere Sachen im Leben hat, die einem wichtig sind, ne? Oder wie hoch die Welle ist, die du gesurft hast. Oder man setzt ja andere Ziele, ne? Und habe mich echt krass verkauft und bist zur Selbstaufgabe tote Pferde geritten. Okay, du hast definitiv schon mehr gemacht bei mir und mehr geschaut. Das entkopple ich gerade und genieße mein Single-Dasein. Andererseits bin ich nur langsam wieder in Dating-Laune. Wie schnell denn? Das hast du jetzt nicht geschrieben. Ich hoffe, wir reden jetzt hier von einigen Monaten, einem halben Jahr und nicht irgendwie von 3 Tagen, dass du wieder in Dating-Laune bist. Und habe tatsächlich mit einer Frau, Klammer auf Online-Dating, ich weiß, großes Potenzial für Abfuck, Klammer zu, einen neuen Anlauf gestartet. Sie ist nett, eher ruhig, gar nicht so der freakige Typ, den ich sonst als Schema bevorzuge. Ja, das ist aber genau das Problem. Das ist das Problem, warum viele nicht rausgehen aus toxischen Beziehungen, weil sie einfach dieses Vertraute, den vertrauten, toxischen Stallgeruch einfach nicht aufgeben wollen. Und das ist eins der Hauptgründe, weil also man begegnet auch manchmal vernünftigen Leuten, nur ja, man will es einfach nicht. Ne? Der Punkt ist, und da komme ich schon zur Frage, wie langweilig ist denn eigentlich zu langweilig? Ich habe keinen Maßstab, da ich tatsächlich nur die explosionsartigen Anbahnungen mit Lovebombing, Future Faking, Fast Forwarding, taktischem Anpassen und reichliches Drama, also den ganz klassischen toxischen Einstieg nach Hausmannsart kenne, garniert mit toxischem Sex, der darauf richtig gesucht wurde. Ja, okay, das ist ja so der Klassiker. Und jetzt das, erstes Date. Wir haben uns auf einen 90-minütigen Spaziergang getroffen. Gut, über allgemeine Themen gesprochen und es war nett, aber gänzlich unaufregend. Ja, wie ich auch mal sage, in meinen Dating-Angeboten, genau, erste Date, auch weitere Dates nicht so lang, nicht gleich in die Kiste hüpfen, nicht so viel Rosamunde Pilcher, sehr gut. Waren uns dann einig und wir halten den Kontakt und sehen uns weiter. Zum Abschied gab es eine kurze Umarmung, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Dann habe ich mich äußerlich dran gehalten. Nicht zutexten, kann sinnloses Kontakt suchen, sie kommen lassen, aber immer reagieren, wenn sie schreibt. Das sind alles Sachen aus meinem Dating-Kurs oder aus dem Buch, weiß ich nicht genau. Und das ist wirklich neu für mich, innerlich auch gar nicht mehr dieses, oh mein Gott, da ist eine Frau, die gegebenenfalls Interesse hat, die letzte Cola vor der Wüste, aber jetzt ran wie Blücher an den Katzbach. Den kenne ich noch nicht, ist lustig. Bloß nicht mehr locker lassen Gefühl. Genau, viele Männer texten ja tot. Eine vernünftige Anbahnung und landen dann quasi auch automatisch bei Frauen, die ihn vielleicht nicht gut tun, die das dann tolerieren, weil ja, eine Frau in ihrer Polarität toleriert das nicht, wenn man sie so zutextet. Und ja, ist ja auch einer der Ratschläge, ist ja auch im Einzelnen ausgeführt, da geht es nicht alles drauf ein, wie man das genau macht. Richtiges Texten, sehr wichtiger Skill, logischerweise. Genau. Das ist einerseits cool, weil ich kann den Tag auch anders verbringen, genau, mit nächste Welle surfen, deine Mission, Welt retten, dein Business aufbauen, so, das ist, so soll es sein. Und dann triffst du abends deine Freundin und zwischendurch hast du schon dreimal die Welt gerettet. Das ist der Weg in der männlichen Polarität. Also, wie gesagt, wieder Disclaimer: natürlich können auch, jeder kann Polarität jeden Tag 50.000 Mal wechseln und viele sind sowieso im Job in der männlichen Polarität. Aber ja, egal ob jetzt Mann oder Frau. Was aber, glaube ich, für die Gesellschaft gar nicht so gut ist, ehrlich gesagt. Aber das wäre ein anderes Video. so. Lalalala. Also, ich kann den Tag jetzt anders verbringen und warte nicht darauf, dass sie mir schreibt. Andererseits ist es wie unser Date nicht so aufregend. Führt auch dazu, dass wir uns mal eben 24 Stunden oder länger gar nicht schreiben. Und das fühlt sich nicht mal falsch an. Ja, aber so soll es doch sein im frühen Dating, ne? Steht es ein zweites Date an, habe ich initiiert, organisiert. Diesmal ein Abendessen im Restaurant. Da freue ich mich schon drauf. Und Achtung, auch neu, einfach schon, weil ich Bock auf das Essen habe und mich und top über ihre Gesellschaft freue. Ja, so eigentlich bist du jetzt genau im richtigen Punkt, ne? Aber eben mit dieser gedämpften Leidenschaft. Ja, das ist normal, wenn du wirklich 7 Jahre lang deine Rezeptoren da völlig ausgeballert hast und ja, immer Adrenalin, Oxytocin, Dopamin vor allen Dingen immer reingeballert hast. Das dauert, bis sie sich entspannen. Aber am Ende des Tages sage ich immer, ist deine Entscheidung. Also wenn das noch nicht gereicht hat, die 7 Jahre, und du das weitermachen willst, steht dir das natürlich offen, wobei man das nach den Kursen eigentlich, aber man kann eigentlich auch nicht mehr so richtig zurück, weil man einfach so abgefuckt ist davon irgendwie. Aber ist eine schwierige Position, will das jetzt auch nicht, ja, zu locker sehen hier, weil du kannst wahrscheinlich nicht mehr so richtig zurück. Also theoretisch kann ich dir natürlich sagen, es ist deine Entscheidung, wenn du sagst, ich will weiter mega toxischen Sex und Drama und Frauen unterherlaufen, steht dir das ja frei, ne? Aber es ist schwierig, weil man kann es eigentlich doch nicht mehr. Und das Neue fühlt sich aber noch nicht normal an, ne? Aber da würde ich jetzt tatsächlich weitermachen. Es sei denn, du findest die Frau als Typ, also von der Optik, von der Erscheinung her nicht attraktiv, dann wird es wirklich schwierig. Aber wenn du sagst, hey, das ist eigentlich optisch mal ein Typ und alles, die ist einfach nur mal nett, dann würde ich einfach stumpf weitermachen. Das Problem ist einfach, ich merke schon, ich mag sie, ich stelle auch fest, sie mich anscheinend auch, sonst würde sie mich ja nicht anschreiben und auch nicht mit mir auf ein zweites Date gehen. Gut, ich würde mir jetzt ehrlich gesagt auf dem zweiten Date, also nach dem, was da bisher passiert ist, nämlich nicht viel, würde ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken machen. Vielleicht fällt das wieder auseinander. Und also ob du mit der denkst du eigentlich viel zu weit in die Zukunft, ne? Weil wer weiß, vielleicht ist der Sex mega und sie ist trotzdem nett und ja. Wir bombardieren uns nicht, schreiben hin und wieder nett hin und her, lassen uns dann wieder, fühlt sich mindestens mal super entspannt an. Ich habe es mit dir auch kein bisschen eilig, wieder in die Kiste zu kommen. Nicht falsch verstehen, ich hätte schon Lust auf sie, aber im Vergleich zu vorher ist das eher zweitrangig. Noch möglich sofort auf eine Beziehung hinzuarbeiten. Es fühlt sich, aber das ist eigentlich super gut. Also da sollten sich noch einige was von abgucken hier. Es fühlt sich einerseits erfrischend, normal und wenig belastend. Andererseits frage ich mich dann, wann ist langweilig zu langweilig? Ich hoffe, ich liege richtig mit dem Plan, das zweite Date in Ruhe zu genießen, zu schauen, ob ich dann noch Lust auf ein drittes habe und einfach mal laufen zu lassen. Und sie das
Tempo bestimmen zu lassen, um mich innerlich weiter auf mich zu besinnen und die Einstellung zu behalten, tja, wenn sich Gefühle entwickeln, freuen, aber obacht nicht gleich wieder zum Suchti werden. Und wenn wir zu sehr langweiligen, war es nett, aber halt kein Match. Habt ihr deine Videos zu dem Thema soweit durchgesehen, aber speziell zu dem Thema bin ich bisher nicht befriedigt. Okay, bist noch nicht befriedigt. Okay. ja, gut, ja, das sind die, also das ist halt das Problem. Also viele gehen immer in toxischen Beziehungen. Da ist ja, wenn man sich mal so ein Koordinatensystem aufmalen würde, Kompatibilität hoch, Chemie hoch, Kompatibilität gering. Dann machen, weil das Universum uns, glaube ich, immer gerne durch diese Extreme treibt, daten viele auch nochmal jemand, wo sie sagen, okay, fucking gar keine Chemie, aber Kompatibilität hoch, geht gar nicht. Und dann geht es darum, diese Einhornbeziehung zu finden, wo was nicht leicht ist, weil irgendwie ist manchmal auch Kompatibilität und Chemie, Sex ist ein bisschen gegenläufig, weil, müssen wir jetzt nicht alles wieder aufdröseln. Wie gesagt, guckt in die Kurse rein oder alte Videos oder so, warum das so ist, warum das ein bisschen gegenläufig ist, schenken wir uns jetzt heute mal. Aber es ist halt oft ein bisschen gegenläufig und da jemanden zu finden, wo man sagt, boah, ist voll mein Typ, voll mein optisches Beuteschema und ist nett und wir sind kompatibel, haben ähnliche Ziele und so weiter. Das ist nicht leicht und dann hat man immer noch genug zu tun, weil genau dieses Fremdheitsgefühl dann in einer sicheren Beziehung, das ist eigentlich irre, dass man das mal sagen muss, aber das ist dann wirklich ein Fremdheitsgefühl, das zu tolerieren und weiterzumachen, da hat man schon genug mit zu tun oder sollte wirklich alles andere stimmen und da muss man unter Umständen ein bisschen länger suchen. Also wann ist langweilig zu langweilig? Also wenn jemand zu needy ist, aber was sich hier überhaupt nicht darstellt und zu wenig dein Typ ist, dann ist langweilig zu langweilig. Wenn es eigentlich dein Typ ist und ist einfach nur nett und dann ist es ja auch nicht so langweilig in der Regel, sondern einfach nur nicht so fucking crazy, crazy Drama wie in einer toxischen Beziehung, dann sollte man es weitermachen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen, ihr Lieben.